So, jetzt müssen wir mal Energieregeneratoren. Boah. Illegale Übertragung. Das Problem ist, wo landen wir? Keine Ahnung, das ist überall rote. Ja. Wenn wir hier, gehe ich einfach in die Evakuierungszone. Wird da wohl nichts sein, hoffentlich. So. Über das hier. Für mein Raketengeschütz bringt es nicht so. Ich muss mir irgendwas anderes noch suchen. Ich weiß nicht was. Wir werden direkt angegriffen. Wir sind in der Evakuierungszone. So, wer? Ausgezeichnet. Diese ehrwürdige Pflicht ist ihre Bestimmung. Verteidigen Sie die Demokratie. Bordabwurf. Boah, Leute. Oh, ich weiß, wo wir hier sind. Das ist nicht gut. Da ist die Fabrik, die diese Schiffe produziert. Was, die Gebäude da? Ja. Ich kann man die kaputt machen. Braucht man eine Höllenbombe für, glaube ich. Dann machen wir das mal. Ich weiß auch nicht, ob wir da nah genug rankommen. Ja, schon direkt davor. Oh, fuck! Nein, geh weg von mir! Aua, nein! Boah. Da kam ein Jetpack-Fuzzi, der hat sich in die Luft gejagt. Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden, Daniel. Komm stehen, du Stück. Ich muss jetzt noch mal zurück, ich brauche meine Kanone. Oh, da ist er dann piepen. Nein. Leute. Geht er weg. Ich will doch nur meine Kanone und dann da weg, lasst mich in Ruhe. Ich gehe ans Terminal. Ah, meine Knarre. Oh mein Gott. Ah! Ich komm zu dir, Daniel, warte. Ich brauch meine Sachen. Da sind sie alle bei mir gedroppt, cool. Ja. Meine Höllenbombe kaputt gemacht, ich glaube ja, ne? Ja. Ah. Mal, lass mich in Ruhe, Eddie. Lad Lohan, nach du Schlumpf. Alter, was ist da denn jetzt explodiert, ey, Walter? Da war ich. Nein, ich, als er mich geschlagen hat, ist was explodiert. Okay, mein Adler hat nichts gemacht gegen das Ding, überhaupt nicht. Ja, du kannst halt, dann kriegst du nur mit der Höllenbombe kaputt, du. Oh. Fordere Höllenbombe an! Boah. Haben wir jetzt zwei angefordert? Nee. Deine wurde gecancelt, oder? Weiß nicht. Nee. Irgendwie sollte das nicht möglich sein, ganz ehrlich. Oh mein Gott, lass mich doch. Immer wenn ich den letzten Knopf gerade gedrückt habe schon. Boah. Ist schon zu... Oh, die ist scharf. Ja, die ist scharf. Danke für die Warnung.
Hat aber irgendwie nichts gebracht, glaube ich. Ja, da ist ja noch einen. Ja. Ich mach schon. Ja, ich habe hier gerade sowieso angesorgen. Ich werde von überall beballert. Ist doch kaputt gegangen. Oh, ist mein Magazin schon wieder leer, leck mich. Lass bitte nicht wieder im letzten Moment abschließen. Ich bring mal zu dir, Sanne. Geh lieber weg von mir. Ja. Ah, die haben direkt abgeschossen. Ah. Ich weiß. Leute. Mal eine Sekunde an. Ne? Schon direkt abgeschossen. Oh, Leute. Da wir sind jetzt ein paar weniger raus. Ah! Oh, egal, hinter mir sind auch noch welche. Cool. Ich bin tot. Was ist das denn hier? Ja, das ist schwer. Ich brauche Spritzen. Aber ich habe keinen Spritzen. Ah. Dass die einfach abschießen können und dann das Ding kaputt geht, ey. Gibt's da nicht, Mann. Ja, ich wollte das jetzt eigentlich hier unten anfordern, okay. Aber ich bin hier sowas von tot. Ich kann hier nicht weg. Ich habe keine Waffen irgendwie. Ah, geil. Boah, Leute. Gebiet räumen! So, wer du schießt halt wieder ab. Die haben wir direkt abgeschossen. Leute. Ein Schuss, das ist auch... Ja, da ist eine Bombe, auf die er schießt. Die müsste explodieren. Ich höre dann immer noch den Soundeffekt von dem Teil. Ja, auch nicht. Ich bin tot. So. Oh, eine Sekunde. Ich kann gerade nicht. Also ignorieren wir einfach die Dingens, nehme ich an. Fabrik. Ja, ich habe gar keine Ahnung, was wir machen sollen, ganz ehrlich. Brauch mal einen Moment. Boah. Da. Fallschaden, tot. Nein, ich will nicht das wollen. Ich auch nicht. Ich wollte eigentlich ein bisschen weg erstmal. Jetzt sind meine Reifen da hinten. Na toll. Na gut. Leute. Leute. Eine Sekunde, Mann. Positioniere fest. Westlich. 100 Meter. Boah, jetzt komme ich da nicht hin, ey. Ey, wie so ein Schwachsinn aus. Ey. Boah, Leute, lasst mich doch mal hier. Was ist das? Oh. Ich kann mir nirgendwo weiter, ey. Ey, ich fall die ganze Zeit nur um, ey. Ah, Leute, lass mich doch mal kurz eine Sekunde in Ruhe. Oh, die hören aber auch nicht auf. Hey. Auf ins Gefecht. Leute.
Wie viele von denen da rumlaufen? Genau so sah bei mir aus die ganze Zeit. Ey. Wie ist meiner an? Da sollen einige Leute spielen. Ja, auf Helldive ist dann auch schlimmer. Nymph. Ja, da werden wir jetzt uns nicht mehr raus retten können, glaube ich nicht. Hm. Ich nehme mich mal langsam heilen oder so. Ja. Das ist die ganze Zeit mit halber HP rum. Gerade spawnen jetzt wieder da. Komm nicht mal annähernd zum Missionsgebiet hier. Ey Leute, können wir... Jetzt geht das schon wieder los. Wie viele Flugzeuge sind, ey? Ich weiß, deshalb muss man das Ding ja kaputt machen. Ja, kann man nicht. Aber denk dir her, ich weiß. Weil zu viele Flugzeuge sind. Alter! Spielt man das Spiel aber normalerweise zu viel. Ja, pfft. Ich versuche die ganze Zeit immer mein Geschütz, meine Raketenwerfer zu platzieren. Ich versuche gar nicht erst, der bringt sowieso nichts. Ja, und dann treffe ich den nicht, weil die sich die ganze Zeit bewegen. Ja, also so, ja, jetzt darf ich mal nachladen. Ja, das wird nicht klappen. Ja. Warte. Boah, ich krieg das. Ja, eins. Na, super. Güte, ey. So, halt doch mal still, Mann. Oh, das gibt's halt aber nicht. Dann tun sie sich auch noch bewegen. Ich auch nicht. Ich mach die ganzen Dinger hier kaputt. Aua. Weißt du, da nicht wirklich was bringt, ne? Die Luftschiffe? Ich komme da immer wieder. Was soll ich denn sonst machen? Ja, nichts. Wir müssen die Fabrik kaputt machen. Ja, dann schießen die mich ab. Die Fabrik kann man nicht kaputt machen, weil die Flugzeuge da sind. Die Flugzeuge sind da, weil die Fabrik da ist. Das ist ein Teufelskreis. Alter. Oh mein Gott. Na, warum sind die alle tot? Ich sehe nur halb tote Leute hier. Ja, ne, ich weiß nicht, die ganze Zeit auch verballert werden, ne? Ah, ich bin schon wieder weg. Verletzung? Was für eine Verletzung? Da waren wir doch schon ganz nah an die Fabrik dran, ne? Oh mein Gott, wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Versuchst du ja immer noch die Fabrik zu erledigen? Keine Ahnung, wir kommen ja irgendwie sonst nicht weiter, ne? Ja, ich versuche hier die ganze Zeit die Hauptmission wenigstens zu versuchen. Ah. Ja. Ja, jetzt kommen die... Ja, jetzt kriegst du die Flugzeuge kaputt. Pass auf, ich verlange jetzt direkt darauf. Ja. Ja, was willst du sonst machen? Ja, wir versuchen die Hauptmission zu machen. Ja, das schaffen wir jetzt sowieso nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr, ist klar. Wir werden uns die ganze Zeit verfolgen, aber... Ja, was soll man denn machen? Ja, jetzt aufgeben. Was soll ich dir dazu jetzt sagen? Wenn wir die nicht kaputt machen, dann kommen die ganze Zeit, ey. Ja. Wir versuchen die Hauptmission zu machen, die lassen uns nicht in Ruhe. Vorhin haben wir da auch geschafft, da haben wir auch nicht die Fabrik erledigt. Weil da kann man doch total nicht machen. Wenn ich mal hier durch könnte.
Mach die Fabrik, ja, die Fabrik kaputt, Mann. Ich hab da das Recht nicht. Ja, ich will weg. Oh, das macht irgendwie nicht so viel Spaß gerade. Ja, keine Ahnung, wir waren doch schon in einer guten Punkt. Wir waren doch schon direkt an der Fabrik, als das angefangen hat. Ja, wie soll man das denn dann machen, wenn die gerade nicht da in der Reichweite ist? Verstehst du, was ich meine? Das bringt auch nichts. Ah. Ja, wir kriegen so Erfahrungspunkte. Die eine Fabrik, die ich da kaputt gemacht habe. Ja, also schwer ist unser Limit, so wie das ausschaut. Nein. Den höheren Schwierigkeitsgrad haben wir auch nicht freigeschaltet. Ja, ich dachte, da müssen wir die ganze Operation abschließen, ne? Ja, ja, klar. Dafür stärker können wir doch gar nicht mehr werden. Stehe nicht. Ja, und sogar auf anspruchsvoll. Ne? Ja. Oh. Ja, zum Fallschein einer Operation der Schwierigkeit schwer abschließen. Ja. So wie dazu. Okay. Insekten. Weil die ja so einfach sind, ne? Verhindern Sie, das war nicht das erste, was du gesagt hast. Der Sieg ist uns diesmal entglitten. Ja, ich hab gesagt, dass die. Aber weil ich jetzt mal weniger Probleme mit den Insekten als mit den Robotern. Oh, der Joy Boy ist da in der Mission gewesen. Vielleicht auch mal doch Blitzmission machen, weil da sind ja meistens immer voll viele Proben. Mal gucken. Da müssen jetzt Spiel aber mal echt balancen auf zwei Leute. Spiel nicht gemacht, ne? Der damit er so viel mit vielen Leuten wie möglich spielt, ne? Ja. Das ist nicht für Einzelgänger, ist das nicht. Oh, verschwendet Potenzial dann. Weiß, wenn du keine Freunde hast, dann kannst du halt Spiel nicht spielen. Das mit zufälligen Leuten kannst du ja auch spielen. Ja. Okay. Oh, sowieso nirgendwo sicher. Was hat hier? Gesundheit. Ja. Mega Orbitalschlag mitgenommen. Okay. Werde wohl oft genug mal treffen. Wusstest du, was werden dieser Übung 10 Tipps angezeigt werden? Alles klar, ja. Wussten wir. So. Oh, direkt explodiert. Ach, hier sind wir. Da war leider. Da sind sie direkt. Was ist das? Okay. Ich renne hier rum. Und suche Proben. Genau da. Nein, ich hatte fast. Lass uns kommen.
Stürmer. Lade nach. Ah. Ich habe nichts gegen den Stürmer dabei übrigens, ne? Aber du kriegst den ja schon, ne? Da. Wir schauen uns das Feuerwerk an. Da gibt es ja noch 10 Proben. Boah. Ich lieber um die Kleinen hier. Hier geht es nicht um Qualität, hier geht es um Quantität. Ich suche alle Proben mal einzusammeln. Das ist anspruchsvoll. Direkt ins Gesicht geworfen, Kollege. Ich liebe dieses Feuerwerksgeräusch. Da. Da, alle 10 Proben kommen. Oh. Eine ist ja noch irgendwo. Robert macht irgendwie die meiste Arbeit hier. Das machen wir. Aber wir haben alle Proben ausgezeichnet. Müssen wir nur überleben. Und am Ende einfach einsammeln. Chillig. Das ist rein chillig. Sehr gut. Ja, mit der richtigen Ausrüstung ziemlich easy. Okay, wir haben alles im Griff hier, anscheinend. Was, kann es jetzt nur ein Stürmer? Ah. Ah, tut er. Ja, warum nicht, ne? Ja, die wurden ja alle gebracht, also. Und ich benutze ein Oli, aber ein Goli. Geh da bloß weg.
Ich will ganz im Wald da abholzen mit. Ja, zwei Bäume hier umfallen gesehen. Ja, da war ja vollständig. Und sogar alle Proben eingesammelt. Ausgezeichnet. So, holen Sie uns hier raus. Irgendwie kommen ja auch gar keine Gegner. Vergleich das mal hier im Vergleich zu was gerade kam, ey. Ha. War halt jetzt anschaulich. Das war doch anspruchsvoll, oder? Ich kann schwören, ja. Kommt mir mehr wie einfach oder irgendwie sowas vor. Ja, vielleicht hatten wir auch genau das richtige Equipment. Das Wichtigste ist, wir haben 10 Proben bekommen. In 6 Minuten. Vielleicht sollten wir doch mehr Blitzmissionen machen. Um Proben zu farmen. Ja, ich glaube, jetzt kann ich meinen Helm holen. In 9. Hier sieht so ein bisschen aus wie so ein Mandalorian-Helm. So ein T-Visier. Nach dem Albtraum, den wir davor gemacht haben, verdienen wir halt auch. Ja, sehen wir ja gar keine neuen Gegner mehr irgendwann, wenn die alle erst auf Dings auftauchen. Boah, müssen wir Randoms irgendwann spielen. Dann geben den mal. So, neuer Helm ausgezeichnet. Yeah. Okay. Neuen Helm. Hallo. Ach, den, ja, cool. Ich glaube, der andere von der letzten Seite ist aber besser. Zivilisten, Zivilisten. Aktiviere Orbitaldüsen. So. Orbit synchronisiert. Hier. So. Adelia. Vielleicht sollte ich doch lieber meinen ganz großen. Also was? Machen wir das. Dann nehmen wir 2 Gatling-Geschütze, weil die haben es auch gebracht. Ja, ja, wir sind ja Insekten. Na ja. Ja. Technisch gesehen habe ich nur 3. Den Stürmer, den Titanen und diesen einen kleineren, die Halfguard. Hm. Alle anderen, sie sind nicht gepanzert. Hm. Deswegen habe ich so ein Problem mit dir. Warum habe ich dann Rückschussweiß gewerben genommen? Ah, ist das diese neue, ich glaube, das ist diese neue Map, ey, die mit dem neuen Kriegsanleihe gekommen ist. Oh, okay. Du weißt ja, das ist ja im Dschungel. Ja. Das spielt ja irgendwie Vietnam-mäßiger. Hab was gefunden! Was bist du? Du bist so ein fettes Ding. Das ist eine coole Primärwaffe, weil ich die hatte. Im Prinzip hat sie unbegrenzte Munition, wenn ich das richtig
Stelle. Warum lebst du noch? Oh Gott. Leute, Leute. Da ist schon wieder so ein Dicker, ist klar. Leider. Ich könnte mal eine Sekunde weggehen von mir. Mal nur zu dem Ding eingehen. Dann kommt schon der nächste. Ich will nur dahin, aber da kommt einer nach dem anderen. Mein Gott, ich will nur Dinge öffnen, mein Gott. Ja, ich weiß gar nicht, was ich eingesammelt habe. Probe, boah. Da. Wir müssen hier. Ja, Leute evakuieren, stimmt. Naja, er evakuiert die Leute. Und er evakuiert die Leute. Und er evakuiert die Leute. Okay. Wir benötigen ein Geschütz. Der Schatz kommt. Aber mal. Vorbereiten auf Vernichtung. Na natürlich. Sind noch viel mehr. Noch 5 Stück sehe ich gerade. Aber ich muss erstmal den kaputt machen. Also weg. So, geh aus dem Weg. So. Hör mal genau raus, wenn ich da drauf schießen will. Ich hab da hier noch gerade was gesehen, hast du die schon eingesammelt? Ja. Hier war eine seltene Probe und noch eine Probe, glaube ich. Ja, ich habe die eingesammelt. Da irgendwo an der Stelle. Hier ist noch eine. Wenn die nur da sind, dann hebt die auf. Wenn die nicht mehr da sind, habe ich die aufgesammelt. Alles gut, dann ist gut. So, was müssen wir hier machen? Takt. Ich höre gerne, Daniel. Bitte schwör mich nicht wieder in den Keller ein. Nur wenn du dich benimmst. Ups. Nur wenn ich mich benehme. Dann muss ich auch ständig im Keller bleiben. Daniel nimmt mich nicht zu Dinnerpartys mit, der sperrt mich immer in den Keller. Ja. Dann belässt ich mich Dobby der Halbhauself. Denk daran, Daniel, wenn ihr wieder zu weit weg ist. Ja, ich weiß. Dann wird er. Sag ja nur, ne? Ich versuche die ganze Zeit herauszuprobieren, wie er mit dem Droppen geht hier. Ich weiß nicht, es gibt das Menü. Der hat gesagt, du musst das D-Pad gedrückt halten. Das D-Pad, das sind doch die Knöpfe, die sind doch die Pfeiltasten auf der linken Seite. Heißt nicht das Touch-Ding, das D-Pad? Da! Rückschussfreie. Die Analog, meinst du den Analog-Stick? Passwort. Ja. Ja, warte, wie hast du das gemacht? Ich hab die Pfeiltaste nach unten gedrückt. Gedrückt gehalten. Ach so, boah. Ja, D-Pad sind die Pfeiltasten auf der linken Seite. Ja, ich dachte, das ist der Touch-Pad, heißt D-Pad. Das weiß ich doch nicht. Das steht für Directional Pad. Ja, was groß ist, ist das ein Kommandant oder ein Stürmer? Oder nicht? Das sind Zeugs. Und da ist irgendwas explodiert. Ja, das war ich nicht. Ich auch nicht. Das ist wieder eine Satellitenschüssel, die man ausrichten muss. Ah. Okay. Ich
bin am Terminal. Wir gehen schon die Dings aus. Wir brauchen Vorräte. Geil. Ihr braucht unendlich Munition. Ja, ich brauche aber Spritzen. Ja, ich meine, wenn ich das richtig angehe, ganz ehrlich, wenn ich das richtig mache, habe ich unendlich Munition. Weil die Waffe, die kann überhitzen. Ja, ja, schon gedacht. Oh, der ist ja schon direkt drin, okay. Missionskarte aktualisiert. Ja, jetzt haben wir eine größere Karte. Ja. Ach ja, da war okay. Ich habe aber schon die Hauptmission. Da sind irgendwo Gegner. Guck mal, die grüne Sonne da im Hintergrund. Das Schöne an diesen energiebasierten Waffen ist, die haben keinen Rückstoß. Das heißt, die haben so gut wie keinen Rückstoß. Das ist sehr gut. Das zielt einfach. Damit habe ich keine Probleme. Aber das ist ein Dicker. Ich habe es gesehen. Nein, du wirst mich. Mein Leben für Überall. Oh mein Gott. Mit der Paket irgendwo da fallen gelassen. Ne? Boah, warum kommt ihr alle auf mich? Boah. Oh mein Gott. Was seid ihr? Ist er abgeht? Ja. Schon sagen. So. So, mach den. Ich habe da den Postfach gestellt. Oh, warst du? Ich höre dich. Aber da hinten kommen sie alle. Magazin leer. Boah, ich jetzt noch eins. Das ist aber mit Nacken. Aua, aua. Oh. War ein Speer? Ja. Nee. Ich muss mich wieder nicht heilen, ey. Mich die ganze Zeit angegriffen hat und abgebrochen hat. Ja. Anfrage bestätigt. Ist dann irgendwie Strategie hier, die Dinger zusammenzutragen, die Proben. Wenn noch einer hier schleppen muss. Noch 30 Minuten für die Mission. So. Bürger. Ja. Was sind das Beiße da alles? Auf Karte, egal. Weiß man. Sind so viele weiße Sachen auf der Karte. Ich glaube, da hinten ist irgendwo ein Pirschernest. Wo? Da wird da oben. Karte. Ja, das blaue, da sieht aus wie eine Spinne da. Ja, Pirscher Versteck. Ich glaube, da sollten wir als erstes hin. Ne. Ups. War meine Pistole. Da war doch ein Pirscher, der mich erledigt hat. Ja, ich habe nichts gesehen, er hat mich nicht angegriffen. Markiere Karte, nordöstlich. Weit ich habe gesehen, wie der gestorben ist. Also hast du den erledigt, okay. Nein, nachdem ich gestorben bin.
Oder dein Rover den Flächer erledigt, keine Ahnung. Ich hab das Vieh nicht mal gesehen, ey. Muss aufpassen, da können wir jederzeit jetzt von den Vieh angegriffen werden, ey. Ja. Ich weiß nur, ich versuchte mich zu heilen, aber der hat mich immer gehauen, dann konnte ich mich nicht heilen. Die machen viel Schaden, ne? Ja. Du hast sehr viel Schaden. Jedes Mal, wenn die mich hauen, brüche ich meine Heilung ab. Deswegen bringen die mich die ganze Zeit um. Versuch mich zu heilen. Nein. Ich will mich heilen. Nein. Deswegen gehen die mir so auf die Nerven. Badge, Badge, alles, was du sagst, bist du selber. Irgendwie so ein. Nee, ist noch weiter weg. Okay. Oder? Irgendwas Großes. Na. Ich glaube, lass mal da aus dem Weg gehen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwas treffen wird, außer uns hier. Was? Deswegen will ich das erstmal ignorieren. Ich habe da nur so da reingeworfen erstmal. Ich will lieber zum Pier schon jetzt gehen. Oh, was leck. Ja. Ich merke. Okay. Bei mir leckt das gerade übelst, ja, bei mir auch ein bisschen. Wow. Oh Gott, da spuckt mich einer an. Was ist das? Oh, da war ein Pier schon. Natürlich taucht er jetzt mitten in der Menge auf, ey. Mein Geschütz ist auf der gelandet. Ausgezeichnet. Nein! Oh nee! Oh fuck! Ich bin im Wasser ertrunken. Was zum? Ich hab schon zweimal getroffen, hat nichts gemacht. Scheiße, jetzt hab ich die Proben verloren, ey. Alter, Leute, so viele von euch. Das ist jetzt blöd, ey. Ich bin gerade die Probe losgeworden, ey. Okay. Aber ein leichtes? Nein, ich 3-4 Stück. Das ist jetzt die Probenputsch, die ich hatte. Ja. Boah, kannst du mal verbinden? Alter. So, oh, du hattest sogar die meisten. Ich glaube, du hattest sogar alle. Nein. Ja, ja, ich hatte alle. Für Karte sind die noch verzeichnet. Ja, ja, aber die sind nämlich, ich bin im Wasser ertrunken. Also, ich glaube, die sind da noch unter Wasser. Ja, da liegen da, die liegen da unten. Ja, richtig dran. Genau da drüber. Nein. Vordere Vorräte an! Das ist scheiße wieder, ey. Ja. Was soll man machen? Ich schaff das noch ans Ufer, ey. Boah. Nur weil du Diver im Namen hast, heißt das nicht, dass du schwimmen kannst, Kollege. Ja, diese Diskussion hatten wir schon öfter. Ich konnte ja schwimmen, bis zu einem gewissen Punkt. Dann bin ich erst ertrunken, weil mir die Ausdauer ausgegangen ist. Genauso wie in Genshin. So, hier ist irgendwo das Pier schon, jetzt deinen sehe ich schon. Hast du die Parts irgendwie vertauscht oder so? Von deinem, ja, habe ich. Ja, der wollte schon sagen, ey. Wenn ich hier verrückt gehe, warte schon, da ist einer. Er legt daran, weil die beide an der gleichen Stelle begonnen haben. Ja, ich dachte, werde ich verrückt, ihr wart doch schon vorher in den Fischminen. Warum tut ihr denn jetzt so, als wärt ihr zum ersten Mal da? Ich dachte schon, werde ich jetzt plemplem? Ja, weil beide bei 85 Meter gestartet haben, deswegen habe ich da wahrscheinlich vertauscht. Ja. Ja, falsch. Mir gedacht, ey. So, wo bist du? Wo bist du? Ja. Okay, zwei waren da sogar. Leck mich.
wenig Pirscher gesehen, ey. Ja, ja. Ah! Nein. Oh, Leute. Habe ich auch nicht gewusst, wenn die Geschütze an Gegner dran wirfst, dann wenn die auch dann mit markiert. Ja, okay. Ich habe irgendwie ein Geschütz auf so einen Typen, auf so ein Viech geworfen, der hat das verfolgt. Ja, aber das bringt ja nicht wirklich viel, ne? Naja, hat den umgebracht. Ja. Na los. Warte mal, alles irgendwas großes Zeug. Da sind ja Insekten auf schwer einfacher. Nicht, Daniel. Da würde ich jetzt mal nicht von ausgehen. Da kommen wahrscheinlich nämlich auch die fliegenden Einheiten von denen. Hm. Wobei die Nester, die sind leichter kaputt zu machen. Die kann man mit Raketenwerfern so kaputt machen. Ja, das ist ein Stürmer, oder? Ja, das ist ein Stürmer, ja. Ich habe nicht den Kopf gesehen. Aber ich habe seinen Füßchen kaputt gemacht. Hab ihn markiert. Nochmal. Ich habe schon einmal angeschossen. Ich habe gedacht, wenn ich nochmal abschieße, reicht das schon. Er ist tot. Hm. Okay. Ich sage ja nur, die einzigste Problem mit den Bugs ist, dass das immer so viele sind. Ich finde die individuellen Einheiten von den Robotern stärker, ey. Das macht ihn nicht unbedingt einfacher. Ganz ehrlich. Wir sind eher noch. Irgendwas ist hier. Fragezeichen. Bug aus dem Posten entdeckt. Oh Gott. Oh Gott. So eine Zündkerze. Gott. Nein. Oh Gott, das war knapp. Bitte was? Nein, okay. Na gut, weiter geht's. Aua. Blöde Flora schon wieder. Ich weiß nicht, warum du da immer reinrennst. So versteckt sind die nicht unbedingt, also. Das ist dasselbe Prinzip mit den Minen, ne? Ich werde einfach immer geblendet von Demokratie. Hervorragend. Mein Kopf hört man einfach die ganze Zeit nur patriotistische Musik und so. Ja, die Musik ist so laut, dass es nicht sehen kann. Genau. Ja, ich kann dich nicht sehen. Es ist so laut hier drin. Also. So. Hier ist eine Tür bei mir, wo der Terminal ist. Die muss ja erstmal das Terminal aktivieren, ne? Ja, bin ich auch dabei. Boom. Aktiviert. Da hinten ist noch eine Tür. Ja. Da. Oh, hier ist ein Stürmer. Ist das ein Behemoth? Ich glaube, das ist sogar ein Behemoth. Was?
ist halt ein Stürmer B. Es gibt zwei Arten von Stürmern. Es gibt ja mal den normalen Stürmer und dann gibt es den Stürmer. Oder auf Deutsch heißt der Stürmer Koloss. Ja, wenn ich mal umdrehen würde. Ich glaube, der ist ein Koloss. Und in seinen Hintern geschossen, hat nichts gemacht. Weil das ein Koloss ist. Ich würde mal sagen, das ist ein Koloss. Er hat bitte geschützt. Was der Unterschied ist, die halten mehr aus. So. Also jetzt gar nichts mehr gegen Stürmer ja dabei. Ich habe meine Quasarkanone und ich schieße doch schon auf das Vieh. Ach so, ich wollte schon sagen. Ich würde sagen, das ist aber ein Koloss, ey. Ja. Immer an die Insekten vorbei, Leute. Immer an die Insekten vorbei. Er ist tot. Aua, aua. Da stirbst du aber. Bitte, was? Hm. Ja. So. Auch nicht schlecht, ich dachte, die kommen nur auf den höheren Schwierigkeitsgraden, die Kolosse. Wer sind auf den höheren Schwierigkeitsgraden? Der einzige Unterschied ist, die haben andere Kopfpanzer und die halten mehr aus halt, ne? Also, hm. Die sind nicht wirklich, ich weiß nicht, warum die Kolosse heißen, die sind nicht wirklich größer, also. Oh nein, das ist ein dickes Ding. Wir benötigen ein Geschütz! Oh. Mein Gott. Ja, mach sie alle fertig. Wir wissen ja aber nichts mehr auf der Karte, wenn wir das haben. Das sind keine Außenposten und so. Die Helden, was sind da? Da sind eine Menge Sehenswürdigkeiten hier in dem Bereich hier. Ja. Ja, unten rechts, genau, ja. Ich gesehen. Was ist denn das hier? Wir sind doch noch leichte Lester, oder? Oder warum sind die ausgeblendet? Oder nicht. Wird irgendwie nichts angezeigt. Ich würde sagen, das ist noch ein leichtes Nest, ey. Oder haben wir das schon? Noch nicht. Oh Gott, mein anderes Geschütz ist da gewesen. Jetzt ist es weg. Sagen. So, meine letzte Ladung kommt gerade. Mach das dicke Ding fertig. Mach es fertig. Jawohl. Wenn die weiß sind, da haben wir, wenn die weiß sind, haben wir das schon gemacht, oder? Oder nicht? Die sind nämlich so, die Nester, die da angezeigt werden, sind so durchsichtig, weil sonst hätten wir die noch nicht entdeckt hier. Ja, oder nicht? Noch mal einfach durch die Gegend. Na, aber die ganz anderen, mal so unten rechts oder was? Ja, generell, ihr könnt auch hier, wo ich da die Markierung da gesetzt habe, können wir auch hin, ob wir da schon waren wollen oder nicht. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. So, alles auf der Karte bei mir. Ich hab da eine Markierung gesetzt. Ja, ja, aber das ist doch gar nichts. Wieso, da ist so ein Symbol von dem Nest. Aber nicht. Da steht schweres Nest, da ist doch so ein weißes, kleines, durchsichtiges Symbol. Positioniere Pin. Ja, das da, ja, das haben wir schon erledigt, das leichte Nest. Okay. Deshalb frage ich ja, ist das, ja. Das ist ein durchsichtiges Symbol, ob wir das schon haben oder nicht? Ja, natürlich. Überall, wo die roten Sachen sind, da waren wir noch nicht. Hat das sogar überlebt. Mal killen, wer da reingeballert. Aber das dicke Ding auch da rausgekommen. Sind Tunneldurchbruch. Ja, ja klar. Die haben ja keine eigenen Nester, haben die ja nicht. Ich habe meine Garage aufgemacht. Medaillen, seid eine Probe. Ich würde weggehen, Daniel.
Ich muss ja doch die Medaillen und so einsammeln. Ja, ich meine nur, weil da ein Dicker kam, ne? Also. So. Kleine Sehenswürdigkeit. Hm. Alles klar. So, was ist das hier? Kleine Sehenswürdigkeit, kleine Sehenswürdigkeit. Hm. Aber sonst keine Dinger mehr, ja. Außen passen. So, und rechts auf der Karte würde ich auch noch mal gerne hingehen, weil da sind so viele Sachen. Ja, lass mal los. Warte, ich wollte noch das eine Ding. Dann Außenposten, ich sehe also Dampf. Da hinten sehe ich noch ein Nest, oder? Ja, nee, ist kein Nest. Ah, Proben. Ich habe nur den Dampf, ich habe nur den Dampf da gesehen. Ah, ja, ich auch, deswegen habe ich mir gedacht. Ach man. Okay. Dann bin ich schon in die Richtung da. Ja. Ah, zwei Proben. Cool. Das ist doch auch was. Aber wir hätten jetzt 15, wäre ich nicht gestorben mit den Dingern wahrscheinlich. Nein. Ja, okay. Erfolg. Ein Trophäe. Wir können ja auch einen anderen Erfolg machen. Du gibst mir deinen Rucksack. Ja, ja. Würde ich nachladen oder nachladen oder so. Ja, ne? Du weißt ja jetzt, wie man den auszieht. Abwurf. Ja. Irgendwie geht das bei mir gerade nicht, was? Muss gedrückt halten und dann mit einem. Ja, bei mir kommt noch so ein komisches Knattergeräusch. Okay, bei mir ist das verbuggt, glaube ich. Bei mir kommt nur so ein. Jetzt geht's auf einmal. Was zum Teufel? Da kam nur so gerade so ein gerades Knatter, so ein komisches Knattergeräusch hier. Abwurf. Ja, was eigentlich? Abwerfen? Muss meinen einfach nur einsammeln, nehme ich an. Ja, ich muss den ja aufziehen, oder nicht? Ja, ja, du musst ja eigentlich extra. Also, ich muss erstmal. Oh. Jetzt kann ich nach. Mhm. Erfolg. Okay. Also, nachgeladen schon? Was? Haben wir auch schon, ey. Ja. Da sind Gegner. Hast du auch was gekriegt? Wir benötigen ein Geschütz. Okay, dann müssen wir das nochmal rückwärts machen. Naja. Ah, von der Seite. Mal bei der nächsten Mission. Diesen Weg sagt die Freiheit. Und einen alten Rucksack. So. Au! Gott! Was war das? Also von so viel Sachen gerade auf einmal abgeschossen, habe ich so Gefühl. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Ja. Die Demokratie. Nein, nicht schon. So, Zeugs. Zeug. Lass mich mein Zeug einsammeln, ihr blöden Viecher. Ich box euch alle einzeln weg, wenn es sein muss. Oh Leute. Lass mich. Box, Box, Box. Gib mir meine. Oh. Da. 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 Aua. Da muss halt mal irgendwann mit dem Flammenwerfer holen. Da muss man auch irgendwie 100 Gegner erledigen, ne? Also ich habe eine Trophäe gekriegt. Ja, weil du mich nachgeladen hast, das ist ja die Trophäe irgendwie. Ich muss meinen Kollegen nachladen. Mal am Anfang der nächsten Mission oder so machen. Aber oh, da war. Da bin ich hier nicht reingelaufen. Ja. Boah. Warum geht denn jetzt alles drunter und drüber hier? Also nicht drunter und drüber, aber. Ist ein Stürmer? Die Nein. Fähigkeiten sind auf der anderen Seite. Boah. Wir können ja nicht schwimmen. Etwas nicht so weit. Ist das so tief? Hey, du
wirst da nur absaufen, wenn du versuchst, darüber zu schwimmen. Da ist er zu tief. Ja, dann versuch es doch, ich werde dich da nicht rausfischen. Ich bin vorhin mal in einer kleineren Distanz bin ich gestorben, aber heute ich bin tot. Na, verschwinden wir lieber. Der hat ihn abgepeilt. Ja, aber ist ein Pierscher. Leute, lass mich hier raus. Hey. Wir haben schon alle Nester und so kaputt gehauen und so. Wo kommt ihr alle her? Okay, lass nach Hause gehen. Ich will meine Proben erstmal wieder haben hier. Ah, hab ich den nicht? Nee. Nee. Gut, dann gehen wir. Aber kommen wir jetzt hier rüber? Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder rumlaufen? Boah. Ja, ja, klar. Leck mich. Ja, aber erstmal eine Spritze. Zur Beruhigung. Ausrüstungspaket trifft ein. Okay, wie viel haben wir noch? 7 Minuten. Evakuierung verfügbar. Oh, ist auch überall Wasser, sehe ich gerade. Boah. Lade nach! Gott. Aber schon, wir haben da schon alles erledigt hier. Macht jetzt nicht so einen Stress. Meine die Insekten. Okay. Das soll eine neue Map sein. Oh, so waren wir noch nie. Ja, sieht ein bisschen aus wie viele andere Planeten. Okay. Na, so muss das. Voll chillig, voll ruhig. So macht man das. Was? Ja, hier sind meine Proben. Das waren noch Zeiten. Wenn sie herausspringen oder was? Müssen wir auf einige Low-Level-Dinger hier spielen, dann müssen wir halt mal versuchen. Wir gehen halt ja immer besser hin. Wir wären schon da. Ist gerade so ruhig, ey. Ich bin da. Ist so ungewohnt. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Ist alles so ruhig. Diese stillende Stille. Wie still, die Sache ist still. Ich höre jedes Mal, wenn du deine Waffe da auflädst. Der Controller am Vibrieren ist. Ah, was los? Ich habe schon da. Ich hab einen Schrei. Leute, warum seid ihr hier? Ja, bitte geschützt. Ich hab das schon gerufen. Also. Ja, ja. Pff. Was ist das für eine Evakuierungszone? Mit einem Nirgendwo.
Genau da wollte ich da platzieren. Ausgezeichnet. Der war ein bisschen näher als gedacht. Ach, deswegen ist das. Das sieht so wunderschön aus. Das klingt so geil. Oh Gott, alle Bäume hier. Ich habe den Dicken abgeschossen. Also, ich dachte, ich habe nochmal auf den Stürmer geschossen. T-Sekunden. Aber voll schnell die Pirsche erledigt haben und so, ne? War recht. Ist genau in den, ist voll unter den Düsen da gelandet, gestanden. Ich habe mir vorgenommen, ich benutze einen Flammenwerfer in der nächsten Mission. Die Trophäe. So, alles erledigt. Ja, sehr gut. Ja. Er ist gezeichnet. Ich würde sagen, bei der Roboter-Mission haben wir generell den Fehler gemacht, weil wir uns mit dem blöden Ding da herumärgern. Wir hätten sofort zur Mission gehen sollen, statt überhaupt versuchen, das Ding kaputt zu machen. Naja. Und dann war es irgendwann sowieso zu spät, weil dann viel zu viele Gegner da waren. Wir hätten sofort woanders lang gehen sollen. Ja.